Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die perfekte Grundbegrasung für eine perfekte Sommerwiese erzielen. Wir arbeiten mit dem Noch-Grasmaster 3.0 oder dem Grasmaster 3.0 Profi. Mit Hilfe des Noch-Grasmasters, dem Noch-Graskleber und den hier vorgestellten Grasfasern gelingen Ihnen eine realistisch wirkende Grundbegrasung. Damit kein heller Untergrund, wie zum Beispiel Holz oder Gips, durchschimmern kann, werden alle relevanten Flächen vorkoloriert. Bevor wir mit dem Einleimen beginnen, überlegen wir uns, wie wir unsere Fläche sinnvoll in einzelne Bereiche unterteilen können, die wir nacheinander mit der hier vorgestellten Technik begrasen. Wir bestreichen den ersten Bereich mit dem Noch-Graskleber. Wir begrasen mit der 4 mm Faser nur leicht, sodass noch relativ viel freie Leimfläche für die noch folgenden Grasfasern zur Verfügung bleibt. Die Begrasung findet an einem Durchgang statt, indem wir mit verschiedenen Grasfasern nacheinander arbeiten. Die Schlussbegrasung gestalten wir mit den Fasern Streugras Mittelgrün, Streugras Sommerwiese und Streugras Goldgelb. Diese werden je nach Wunsch nacheinander in Behälter gefüllt, wodurch die Wiese einen natürlich wirkenden Farbunterschied erhält. Dadurch erreichen wir helle und dunkel wirkende Partien in unserer Sommerwiese. So gestalten wir auch die anderen vorher festgelegten Bereiche unserer Wiese. Unsere so erzielte Grundbegrasung finalisieren wir abschließend mit Büschen, Bäumen und Figuren, ganz nach Belieben.